Und damit sage ich euch allen einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zum Eurojack Simulator 2. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen auch an die neuen Zuschauer sowie an die wiederkehrenden Zuschauer hier beim Eurojack Simulator 2. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ach nee. Ja, sogar richtig. Okay. Gut, dann fahren wir eben halt so lang. Das ist mir eigentlich dann auch Wumpe. Sie hat noch keine Landstraße mit gehabt, sondern wir sind bis jetzt nur auf der Autobahn gewesen. Natürlich sehr gut. Das Spiel hat uns nämlich zugehört, was ich gesagt habe. Da. So. Wie gesagt, ich nehme jetzt eigentlich nur erstmal im Vorhinein auf, weil ich ja nicht weiß, wann ein neues Lenkrad kommt. Weil das hier, was ich jetzt habe, das soll weggehen. Bitte rechts halten. Da fahren wir 50. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Manche Autofahrer einbilden. Das ist ja wirklich krass. Schönstes Wetter heute. Ja, was war euer Lieblingsfach in der Schule früher? Also für mich war es früher in der Schule immer Mathematik. Ich habe auch Mathematik sehr, sehr gerne gemacht. Ich fand das einfach immer schön zu rechnen oder zu berechnen oder Flächeninhalte zu berechnen.
So, jetzt will der Bus hier rein. Werden noch langsamer. Ist ja in Ordnung. 90er-Zone, mein Freund. Boah. Mamma mia, ey. Bitte 70. Unfassbar, Leute. Vielleicht wäre ja Fernbus-Simulator nochmal das Richtige mit, was wir zocken könnten. Das wäre eigentlich auch mal noch eine coole Idee. Fernbus-Simulator könnte ich mir echt auch vorstellen. Hätte was. Aber dafür liebe ich den Eurotruck einfach zu sehr. Bitte links halten. Da einmal eine komplette Fahrbahnwechsel gemacht, von komplett rechts nach komplett links. Und wir wollen jetzt hier diesen lustigen Busfahrer. Hast du wohl keine Augen im Kopf, oder was? Hast du wohl keine Augen im Kopf? Den hätte ich fast noch einen Unfall gebaut. Dann machen wir das gleiche mit ihm mal zurück. Oh. Tut mir aber leid, dass, so stark, dass der so stark auf die Bremse gehen musste. Unglaublich. Brauche dich nicht wundern, wenn das Echo so zurückkommt. Kurve und eine leichte Linkskurve. Und dann kommt dort vorne auch schon wieder eine Mima-Mautstation, die uns wieder zwingt zum Anhalten. Komm, schlaf mir ein. Ich hab bis morgen früh schon da. So. Und wir müssen noch insgesamt 1393 Kilometer fahren. Dann seht ihr mal, wie schnell das geht. Richtig Rampazampa geht das. So, wir haben es jetzt schon wieder Nacht. Sehr schön. Aber Leute, wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge hier zum Eurotruck Simulator 2. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut und tschüssikowski.